Servus Leute, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute mal wieder einen True Passion für euch. Lange Zeit war True Passion ja ziemlich unrauchbar und hat so hart gedrückt, dass man ihn gar nicht angeraucht bekommen hat. Ich habe jetzt eine Dose Le Childer, deswegen gibt es dazu auf jeden Fall ein Review und eine Dose Vampire Nights habe ich auch da. Deswegen auch noch der Eindruck, wie True Passion jetzt wieder ist. Sollte euch das Video gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. Wie gesagt, heute das Review zu dem True Passion Le Chill. Ich würde sagen, damit fangen wir auch als erstes mal an. Die 200 Gramm Dose kostet mittlerweile 17,90 €, sind also wieder 1 € teurer geworden. Ich würde sagen, ich blende euch direkt mal den Kopfbau ein, denn da seht ihr nämlich, dass sich Schnitt und Feuchtigkeit nicht wirklich verändert haben, ist eigentlich genau gleich geblieben. Also warum da der Euro draufgeschlagen wurde, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Nichtsdestotrotz, Schnitt ist auf jeden Fall angenehm, lässt sich gut bauen im Tonkopf. Ich rauche das Ganze gerade im Werkbund Sport 2.0 mit 3 Black Coco Kohlen auf der Shisha. Ja. Feuchtigkeit ist auf jeden Fall genug dran, aber nicht zu viel. Ihr habt keine überschüssige Molasse in der Dose. Gefällt mir auf jeden Fall soweit ganz gut. Aber das hat es auch eigentlich schon vorher. Deswegen, warum 1 € mehr? Ich würde sagen, wir kommen wie gewohnt erstmal zum Geruch. Was soll der Le Chill sein? Es soll eine Zitrone sein mit einer Minznote dabei. Deswegen riechen wir mal dran und gucken mal, ob man das auch genauso rausriecht. Also ihr habt auf jeden Fall eine sehr frische Zitronennote im Vordergrund, die extrem stark an diese Vic Hustenbonbons kennt. Also jeder, der schon mal eins von diesen Zitronenhustenbonbons von Vic gelutscht hat, genau so riecht auf jeden Fall der Tabak. Er riecht schön süß, aber durch die Frische nicht überladen und gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut vom Geruch. Wie ihr schon seht, Rauchentwicklung geht auf jeden Fall klar, lässt sich auch sehr, sehr angenehm rauchen. Ich hatte nur beim Anrauchen kurze Probleme, denn wenn der Tabak noch nicht seine Temperatur erreicht hat, habt ihr auf jeden Fall ein leichtes Drücken am Start, ist aber nicht mehr zu vergleichen, wie der Tabak vorher war. Ich würde sagen, wir kommen noch kurz zum Geschmack und dann reden wir mal drüber, wie das bei True Passion im Moment generell so aussieht. Vom Geschmack her muss ich sagen, ist er ziemlich identisch zum Geruch. Es ist ein bisschen weniger dieses Hustenbonbon, ja, es ist ein bisschen weniger frisch, minzig und süß. Aber es riecht auf jeden Fall extrem geil und es schmeckt auch brutal gut. Dass es jetzt ein bisschen weniger intensiv ist als beim Geruch, ist man eigentlich schon so weit gewohnt. Also wenn ich dann an meinen Vampire Nights und andere True Passion Sorten denke, ist das relativ identisch. Ich finde ihn aber auf jeden Fall extrem lecker. Ich habe den früher schon mal geraucht und fand ihn noch gar nicht so gut. Jetzt ist gerade ein Kumpel zu Besuch und der hat sich den im Laden geholt. Grüße gehen raus an Marius an der Stelle oder vertippt aus dem Chat im Livestream und Co. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja, Sternebewertung. Ich würde ihm auf jeden Fall solide 8,5 von 10 Sterne geben. Ist ein sehr leckerer Tabak, der sich gut rauchen lässt, bis aufs Anrauchen. Ein kleines bisschen Punkte muss ich aber auf jeden Fall abziehen, weil es einfach wieder 1 € teurer geworden ist und ich da nicht wirklich den Sinn sehe. Sie haben jetzt nicht irgendwie hochwertigeren Virginia Tabak genommen oder irgendwie einen extrem guten Schnitt und super wenig Ästchen. Ich habe es ja im Kopfbau gesehen. Ab und zu ist da schon nochmal ein Ästchen am Start und deswegen verstehe ich einfach nicht so ganz, wo dieser Euro herkommt. Generell wird Tabak ja einfach immer teurer und mittlerweile ist 18 € schon fast so die normale Marge. Finde ich ein bisschen schade, also ich meine, ich sage es relativ oft, aber ich erinnere mich halt noch an die guten alten Alvare-Zeiten zurück, wo eine Dose 13,50 € gekostet hat und die auch okay waren. Aber ja, es ist auf jeden Fall guter Tabak, der sehr, sehr lecker schmeckt, der sich angenehm rauchen lässt und von daher denke ich, sind 8,5 Sterne auf jeden Fall gerechtfertigt. Noch ein paar Worte zu True Passion allgemein. Ihr wisst ja, wir haben früher sehr, sehr viel True Passion geraucht und auch extrem gerne geraucht. Und dann so September, Oktober, November hat es irgendwie angefangen, dass die Produktion von True Passion nicht mehr so geil waren. Und es ging sogar so weit, dass ich mir eine Dose Vampire Nights geholt habe und die einfach nicht rauchen konnte. Er hat so hart gedrückt und so sehr gekratzt im Hals, dass man den Kopf nicht mal mehr angeraucht bekommen hat. Dann gab es die Tipps und von wegen tupft den Tabak vorher ab und dann erst den Kopf bauen, dann wird das besser. Habe ich alles probiert. Ich habe auch versucht, nochmal nachzuschneiden und ein bisschen bündiger zu bauen, ein bisschen mehr anzupressen und was auch immer ich probiert habe, ob Funnel oder Tonkopf. Es hat nie so richtig geklappt und es war einfach schlicht und ergreifend eine fette, fette Fehlproduktion. Ich habe davon True Passion bzw. dem Fadi leider kein Feedback zu bekommen. Relativ schade. Ich hätte gern gewusst, was da bei True Passion los ist. Aber so bleibt uns nur die Aussage, es war auf jeden Fall eine Fehlproduktion und ich habe ein paar Monate auf jeden Fall gar keinen True Passion mehr geholt, habe mich dann aber letztens getraut und gesagt so, ey, gut, ich probiere es nochmal, der Vampire Nights, ich habe ihn so gerne geraucht, ich hatte auch Kilodosen von dem da, also wirklich einer meiner Lieblingstabaks, ihr wisst ja, er war ja auch in Top 5 schon bei uns, da kommt übrigens auch bald wieder ein Video zu, ist ja mal wieder an der Zeit. Aber ja, ich hatte halt wirklich extrem viel Angst, True Passion zu kaufen, habe deswegen lange keinen geholt und habe mir dann letztens mal wieder eine Dose geholt.
Und er war wieder gut. Man kann ihn rauchen, er ist ein bisschen drückend im Anrauchen, bis der Tabak dann auf Temperatur ist, aber dann läuft er wirklich butterweich, also absolut keine Probleme, kein Kratzen, kein Drücken, nichts. Schöne Rauchentwicklung, guter Geschmack. Also es ist auf jeden Fall endlich wieder alles gut bei True Passion. Ich würde euch raten, achtet drauf, was für eine Produktion ihr bekommt. Fragt am besten mal im Shop nach oder wo auch immer ihr den holt, von wann die Dose ist, weil wenn die noch aus dieser Oktober-November-Zeit kommt, wäre ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, aber die Dosen mit dem neuen Preis müssen ja alle relativ neu sein. Ich glaube nicht, dass die im True Passion Lager lange rumlagen. Und dann sollte das Ganze auch wieder klar gehen. Also ich bin froh, dass man True Passion wieder rauchen kann, denn wie gesagt, die haben ein paar extrem geile Sorten, die ich sehr, sehr gerne habe. Und deswegen auf jeden Fall eine große Erleichterung, dass man ihn endlich wieder rauchen kann. Das soll es aber mit dem kleinen Eindruck zu True Passion und dem Le Chill wieder gewesen sein. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr den so findet. Ansonsten noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.